In diesem Video das Thema Formatvorlagen. Ich befinde mich in der Datei formatvorlagen.docx. Formatvorlagen helfen Ihnen dabei, längere Dokumente konsistent zu gestalten und ermöglichen zeitsparende Funktionen, wie zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis einzufügen. Sie finden die Formatvorlagen im Register Start rechts von den Absatzeinstellungen. Wir verwenden nun diese Formatvorlagen, um Textstellen, die gleich gestaltet sein sollen, zu formatieren. Dazu gehören zum Beispiel die Titel bzw. Überschriften in unserem Dokument. Ich formatiere diese nun gemäß dem Prinzip, dass Gleiches gleich gestaltet sein soll. Zunächst habe ich hier den Titel unserer Arbeit, das Sonnensystem. Diesen formatiere ich mit der Formatvorlage Titel, indem ich ihn zuerst auswähle und dann hier aus der Gruppe Formatvorlagen die Formatvorlage Titel auswähle und anklicke. Dann komme ich zu meinem ersten Überschrift, nämlich Merkur, ein Planet. Und dieser soll mit der Formatvorlage Überschrift 1 formatiert werden. Beobachten Sie, wenn ich mit der Maus über Überschrift 1 fahre, bekomme ich unten einen kleinen Hinweis, dass dies eben die Überschrift 1 ist. Ich wähle nun alle Planeten an und formatiere sie mit der Überschrift 1. Und alle Monde formatiere ich nicht mit der Überschrift 1, sondern mit der Überschrift 2, da sie ja den Planeten untergeordnet sind. Und schon bin ich fertig mit dem Formatieren. Wenn ich nun ein bisschen hinauszoome, sehe ich die Seiten nebeneinander und Sie sehen, dass alle meine Titel gleich formatiert sind. Wenn ich das bei jedem Titel von Hand machen würde, indem ich die Größe und Schriftfarbe einstelle, dann habe ich erstens sehr viel Zeitaufwand und andererseits ist es schwierig, das zu tun, ohne einen einzigen Fehler zu machen. Nun wechsle ich ins Register Entwurf und wähle links ein neues Design aus für meine Arbeit und beobachten Sie, wie meine Titel ihre Schriftfarbe und auch die Schriftart und Größe ändern, je nachdem, welches Design ich ausgewählt habe. Habe ich ein Design gefunden, das mir gefällt, kann ich hier bei der Dokumentenformatierung eine weitere Variante auswählen, zum Beispiel schattiert. Wenn ich nun möchte, kann ich in der Schaltfläche Farben noch ein neues Farbthema auswählen und beobachten Sie, wie auch hier wieder sich alle Farben in meinem Dokument ändern. Nun gehe ich zurück ins Register Start und ich positioniere meinen Cursor bei irgendeinem Titel, es ist egal welcher, und wähle dann rechts von den Nummerierungen die Schaltfläche Liste mit mehreren Ebenen aus und wähle dann hier Überschrift 1, 2 und so weiter aus. Beobachten Sie, wie meine ganze Arbeit durchnummeriert wird. Alle Planeten haben nun einen Titel erstens, zweitens, drittens. Alle Monde haben einen Titel 5.1, 5.2 und so weiter. Zuletzt möchten wir noch ein Inhaltsverzeichnis einfügen. Das tue ich, indem ich zunächst eine neue Seite einfüge. Dafür drücke ich die Tastenkombination Ctrl Enter. Beobachten Sie, wie mein Text auf die Seite 2 geht und ich hier auf der Seite 1 einen Seiteneinbruch eingefügt habe. Nun wechsle ich ins Register Referenzen und ganz links wähle ich das Inhaltsverzeichnis aus, automatisch Tabelle 1. Und nun können Sie beobachten, wie mein Inhaltsverzeichnis eingefügt wird, zusammengesetzt aus all den verschiedenen Überschriften 1 und 2, die ich eingefügt habe. Alles, was Überschrift 1 ist, ist ein Hauptpunkt und alle Überschriften 2 sind auch hier ein Unterpunkt.